Auf der Gynäkologie erwarten Hebamme Vanessa und Schwester Birgit eine junge Frau zur Entbindung ihres ersten Kindes. Begleitet wird die 28-Jährige von ihrer besten Freundin, denn einen Partner hat sie momentan nicht an ihrer Seite. Also wir haben jetzt noch ein Problem. Maren ist jetzt seit ein paar Tagen, ich glaube 2 Wochen ungefähr, total verschnupft. Und wir können halt die Atemübung aus dem Geburtsvorbereitungskurs gar nicht richtig machen. Danke, ich wollte ihm auch nichts nehmen wegen dem Kind. Ne? Anna, ja. Gar nicht entspannt den Kopf zurück. Hat nur Tee getrunken oder so. Und jetzt wird alles gut. So? Ja, danke schön. Und einmal tief durchatmen. Ja, danke. Durch die Nase geht schlecht einatmen. Ja, ja. Dann versuchen Sie durch den Mund zu atmen. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Winkler. Frau Jan kam in den Kreissaal ganz normal mit ihrer Freundin mit Beginn der Wehentätigkeit. Sie schienen beide gut vorbereitet zu sein, auch die Freundin. Allerdings fiel auf, dass sie erkältet war und sie kriegte nicht gut Luft durch die Nase. Das ist natürlich im Zusammenhang mit einer Entbindung nicht günstig, denn wir müssen ja genug Sauerstoff bereitstellen. Deshalb haben wir Nasenspray verordnet und danach schien die Geburt ganz normal routinemäßig zu verlaufen. Doch wenig später werden alle Beteiligten von der Nachricht überrascht, dass sich am Empfang ein Besucher für die werdende Mutter angekündigt hat. Die 28-Jährige hat allerdings niemanden darüber informiert, dass sie jetzt in der Klinik am Südring entbindet und ist dementsprechend verunsichert. Da ist ein Herr unten, der zu seiner Lebensgefährte möchte, weil er sagt, er wird heute Vater. Okay. Das kann eigentlich nicht sein, weil wir sind wirklich, die hat mich vor einer Stunde angerufen, wir sind direkt los, wir haben auch niemandem Bescheid gesagt. Maren, ich gehe mal raus und schau einfach mal nach, wer da ist. Ja. Du erwartest aber niemanden mehr und es soll auch niemand mehr dazukommen. Nee, nur Ida ist da. Also ja, alles klar. Das ist schon in Ordnung, das muss auch irgendwie eine Verwechslung oder so sein. Ich habe auch keine Ich schau mal nach, ich komm gleich wieder. Jetzt kümmern wir uns erstmal um das Baby kriegen, ne? Da brauchen wir uns gar keinen Gedanken. Hallo, Vanessa Oswald, die Hebamme, hallo. Ich will jetzt gerade zu Maren. Ja, die kriegt gerade unser Kind, wahrscheinlich unser Kind. Genau, ich habe auch schon ein paar Geschenke mitgebracht. Okay. It's the baby boy. Ja. Genau. Also die Maren erwartet niemanden mehr. Die ist mit ihrer Freundin da und die möchte auch niemanden im Kreißsaal dabei haben. Also grundsätzlich ist das in Ordnung. Ich habe hier den Vaterschaftstest schon mal vorbereitet. Ne? Okay. Da habe ich meine Speichelprobe schon mal reingemacht. Ist das Kind schon da? Dann können Sie doch jetzt direkt das Kind auch testen. Also ich darf Ihnen da keine Informationen jetzt geben. Und ich muss mich jetzt an das halten, was die Maren mir sagt. Und die möchte da jetzt einfach niemanden dabei haben. Okay, also grundsätzlich, ich zeige Ihnen das mal. Das Baby macht sich auf den Weg, wir freuen uns auf die Ankunft. Das haben die eben gepostet, das ist die beste Freundin, die Ida. Okay. Und ich bin wahrscheinlich der Vater, deswegen würde ich da jetzt auch gerne einmal rein. Ne? Ja, ich muss mich allerdings an das halten, was mir die Gebärende sagt. Und ich kann da niemand mit reinnehmen, wenn sie das nicht möchte. Moment, ich habe ja als Vater das Recht, ne, mein Kind zu sehen. Und grundsätzlich wissen Sie, dass ich Anwalt bin, das wissen Sie nicht, jetzt wissen Sie das. Also passen Sie auf, wie Sie mit mir reden, was Sie sagen. Das kann rechtliche Folgen für Sie haben. Und ich will jetzt zu meinem Kind. Herr Wilhelm war sehr aufgeregt, er war sehr außer Rand und Band, wollte unbedingt zu Maren in den Kreißsaal rein und wollte seine Rechte durchboxen und einfach zeigen, dass er hier der Anwalt ist, der jetzt da der potenzielle Vater sein kann. Sie können sich gerne im Wartebereich hinsetzen, einfach warten. Wir klären das später, ob Sie zu der Maren dazu können oder nicht. Und dann können wir Sie holen. Aber ich muss jetzt auch wieder rein. Tut mir wirklich leid. Gut, wir werden nichts erzwingen. Geben Sie ihr bitte die Geschenke. Sagen Sie ihr, dass ich auf Sie warte. Ja? Ja. Und dass ich für unser Kind sorgen werde, wenn es denn meins ist. Ne? Und das Kind soll bei Vater und Mutter aufwachsen und nicht sonst wo. Ich werde alles für das Kind tun. Hier sind die Sachen. Bis gleich. Bis später. Die Vaterschaft kann pränatal geklärt werden, indem man zum Beispiel einen Bluttest macht. Da wird dann im Blut der Mutter die DNA entschlüsselt des Kindes. Und somit kann man schon pränatal feststellen, wer der Vater ist. Diese Tests sind allerdings in Deutschland verboten, damit man vor der Geburt nicht sagen kann, man treibt das Kind ab, weil einem zum Beispiel der Vater nicht gefällt. Deshalb kann man nach der Geburt einen Speicheltest durchführen von allen Beteiligten. Da müssen aber alle ihr Einverständnis geben. Ich habe jetzt in ihrem Interesse gehandelt und ihm gesagt, dass er nicht rein soll. Ja, das ist lieb. Ja. Weil, nee, ich möchte ihn auch nicht sehen. Also das
Der stalkt mich auch schon länger, weil das war nur so eine flüchtige Affäre halt eben. Maren, jetzt guck doch mal, jetzt ist er sogar extra hergekommen. Und dabei weiß er nicht mal, ob er der Vater ist. Und du musst ja auch überlegen, Ole, der hat echt eine Menge Geld. Und ein Kind ist ganz schön teuer. Und er war doch wirklich ganz nett. Wollen wir das nicht machen, wenn das diskutieren, wenn das Kind auf der Welt ist? Wir haben doch jetzt andere Sorgen. Bringt mir das ganze Geld, wenn die Liebe nicht da ist. Und ich habe mein... Ja, da wünsche ich mir echt, dass mein Ex-Freund, der Björn, den habe ich... auch kennengelernt. Wir waren Jugendfreunde und ich wollte Kinder und wollte heiraten und er wollte das alles leider nicht. Jetzt kriegen sie haben wir uns getrennt. Das war eben eine flüchtige Affäre dann. Also nach ein paar Jahren und so habe ich Ole kennengelernt. Aber ich wollte irgendwie auch nichts mehr mit ihm danach zu tun haben. Woher wusste der Herr denn, dass die Maren hier ist? Der hat mir Handyfotos gezeigt. Irgendwie von, wir freuen uns auf die Geburt, ein Bild von euch beiden. Das tut mir leid, das ist meine Schuld. Ich habe das vorhin gepostet. Ich bin noch so stolz, dass ich Tante werde. Und ich habe einen öffentlichen Account. Aber ich konnte ja nicht anders, der den Account stalkt. Da hat er dann gleich geguckt und ist ja wahrscheinlich. Tut mir leid. Das war meine Schuld. Wenn jetzt alle wissen, dass das Baby kommt. Ja, aber ich bin noch so Überraschung. Ist das jetzt noch so ein Medienspektakel oder sowas? Ne? Gott. Du wirst dich später noch freuen, dass ich die ganzen Bilder gemacht habe. Ja, genau. Da ist wieder einer. Aua. Oh Gott. Drück es jetzt. Ja. Ausatmen. Ja, bitte. Schon wieder, der soll doch draußen warten. Ich glaube, ich gehe mal raus. Doch vor der Tür des Kreissaals steht nicht der aufgebrachte Rechtsanwalt, mit dem die 28-Jährige eine Affäre hatte, sondern ihr Ex-Freund. Der junge Mann kommt ebenfalls als Vater des ungeborenen Kindes in Frage. Aufgeregt beichtet er dem Gynäkologen, dass er die werdende Mutter noch immer liebt und die Trennung eine Kurzschlussreaktion war. Ja, also, sie wollte heiraten und Kinder kriegen und ich bin ja noch mitten in meinem Studium drin und da ist mir alles ein bisschen durchgebrannt und dann... Wann haben Sie denn zuletzt gesehen? Vor 8 Monaten. Was haben Sie da gesagt? Ausgemacht? Wir haben eigentlich gar nichts ausgemacht. Haben Sie sich ein bisschen spät überlegt? Ich konnte zu Hause nicht mehr warten. Ich hab's auf meinem Handy gesehen. Die sind jetzt heute losgefahren. Die sind jetzt hier drin. Die sind im Kreißsaal. Wir haben eine Bradykardie. Bradykardie heißt, dass das Herz langsam schlägt. Und wenn das Herz langsam schlägt, ist das ein Zeichen, dass das Kind nicht mehr genug mit Sauerstoff versorgt wird. Und das ist höchste Not, das kann dann letztlich sogar zur Totgeburt führen. Die Herztöne fallen ab von dem Baby. Wir haben einen Herztonausfall. Gib mir mal bitte einen Handschuh. Ja. Vielen Dank, lieb. Was ist mit meinem Baby? Ja, die Herztöne sind gerade ein bisschen schlecht. Wir müssen einfach schauen, jetzt, wie es dem Baby geht. Es tut mir so leid mit der Affäre. Oh, scheiße auf die Affäre. Wir müssen erstmal. Machen wir das jetzt bitte. Kann ich eine PDA bitte haben? Ja, wir schauen jetzt. Für eine PDA ist jetzt keine Zeit mehr. Ja, ist keine Zeit und auch zu spät. Ist auch zu spät. Ich muss jetzt beim Raus. Herztöne bei 60. Wir müssen jetzt uns beeilen. Wir müssen einen Kaiserschnitt machen. Maren, jetzt geht alles relativ schnell, weil wir müssen das Baby jetzt rausholen. Sie haben irgendeine Komplikation und die müssen wir jetzt einfach beheben. Tatsächlich kommen Nabelschnurumschlingungen bei einem Fünftel der Geburten vor. Das ist normalerweise gar nichts Schlimmes. Wenn die Geburt gut und zügig verläuft, dann löst die Hebamme die Nabelschnur ab und dann kommt das Kind auf natürlichem Wege zur Welt. Hier in unserem Falle aber hat diese Nabelschnurumschlingung leider zu Bradykardie geführt. Also höchste Not, höchste Alarmstufe. Und dann muss die Geburt sofort beendet werden. Das heißt Kaiserschnitt. Durch die Kaiserschnitt-OP muss die 28-Jährige nun aber alleine. Ihre zurückgewonnene große Liebe und die beste Freundin müssen auf Station bleiben. Als Gynäkologe Dr. Axel Winkler am Nachmittag nach der frisch gebackenen Mutter sieht, hat sie sich bereits etwas von den Strapazen und der Narkose erholt. Gespannt wartet sie auf die erste Begegnung mit ihrem kleinen Sohn. Und guck mal da! Hier möchte jemand seine Mama kennenlernen. Okay, das machen wir jetzt alles hier später. Jetzt muss erstmal Baby zur Mama. Und zum Papa und zur Tante, ne? Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Oh, du kleiner. Hallo.
ist ja so süß. Oh, guck, oh, guck, mal, ist der noch so klein. Guck mal. Oh. Hi. Maren hatte ja nun zwei potenzielle Väter. Das kommt schon mal vor, aber sie war da ganz offen und ganz ehrlich, ist mit beiden Männern wirklich mit diesem Thema offen umgegangen und letztendlich wird der Vaterschaftstest, der gemacht wird, die Entscheidung bringen, wer wirklich der genetische Vater ist. Aber so von ganzem Herzen hoffe ich eigentlich, dass es der Björn ist, denn das ist eigentlich der Mann in ihrem Herzen und dann wäre die kleine Familie perfekt. Das sieht der One-Night-Stand der jungen Frau anders. Der rabiate Rechtsanwalt und mögliche Vater hat schon jetzt eine genaue Vorstellung davon, wie das Leben des gerade erst geborenen Kindes verlaufen soll. Also wenn es meins ist, ganz klar, dann will ich, dass es nicht bei ihm aufwächst, ja? Weil ich dem Kind Sicherheit geben kann im Gegensatz zu diesem armen Schlucker. Ich habe mein Studium fast fertig, also fast. Ich habe dir schon mal gesagt, dass das nur eine Affäre war. Das war ein dummer Fehler von mir und ich kann nichts dafür. Ich liebe dich nicht und ich liebe Björn. Das ist schon immer so gewesen und es ist die Liebe meines Lebens und das Herz will, was das Herz will. Das tut mir echt leid. Eine Affäre. Ja, ich aus uns hätte ein so schönes Paar werden können. Aber wer nicht will, der hat schon. Geht wohl. Brauchen wir mal ein bisschen Ruhe hier. Ja. Für den Kleinen auch. Oi, 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 oi. Aber wenn ich ganz genau hingucke, also so ein bisschen sehe ich in der Nase oder so eine Ähnlichkeit, ne? Ja. Was ist so süß. Ich bin so froh, dass das alles so gut geklappt hat. Gut, ja. Aber es war auch die beste Hebamme im Kreißsaal. Da hast du, ja. Hätte das auch nicht so funktioniert. Also, Sie haben gut mitgemacht. Und trotz Schnupfen, die Atemübungen, alles gut mitgemacht. Tausend Dank nochmal. Und jetzt der kleine Sonnenschein. Jetzt erholt ihr euch alle von euren Strapazen und genießt das Wochenbett und euch als Familie. Die Vanessa kommt auch regelmäßig zu Ihnen und leitet Sie beim Stillen an. Wollen wir mal hoffen, dass das klappt. Oh, ja. Vielen, vielen Dank. Oh, ich muss auch, ich bin Ihnen so dankbar. Oh, ich weiß, das ist nicht okay, aber Herr Doktor, vielen, vielen Dank. Dass Sie haben das so toll gemacht. Sie haben auch mir die glücklichste Patentante der Welt gemacht und auch ohne Sie. Oh, vielen, vielen tausend Dank. Mutter und Kind durften die Klinik nach 5 Tagen verlassen. Ein Vaterschaftstest hat belegt, dass tatsächlich der langjährige Freund der 28-Jährigen der Vater ihres Kindes ist. Momentan zieht die Familie in eine gemeinsame Wohnung und freut sich auf die Zukunft mit dem kleinen Mika.